Eine wirklich spannende Frage, die wir hier im Web gefunden haben, und wir sind gespannt auf die Antwort dazu. Ja, ein Basentee sollte aus Kräutern bestehen. Und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich mal schaut, was wächst eigentlich in der Gegend, wo ich wohne. Das heißt, es ist sowas von Usus inzwischen, dass man sich irgendwo einen Lapacho-Tee aus sonst wo oder einen Tee aus Südafrika holt. Und ich finde, es ist einfach mal zu schauen, was gibt es da an Unkräutern. Also wir sagen immer Unkräuter, aber eigentlich sind es gar keine Unkräuter. Das ist dann so die Brennnessel, ne, die einem im Garten ärgert. Oder das sind dann irgendwelche Pfefferminzen, die da wuchern, wenn man sie einmal ausgesetzt hat. Das ist dann vielleicht mal eine Ringelblume. Also all diese Dinge, die eigentlich bei uns so irgendwo im Garten wachsen nebendran, das sind die Kräuter, die wir in einen Basentee packen. Also was ich finde, was nichts darin zu suchen hat, das sind einfach Tees, die jetzt nicht wirklich einheimisch sind. Und natürlich sollte man dran denken, auch keine Früchtetees zu verwenden. Der einfache Grund dafür ist der, Früchtetees, die reizen ziemlich stark die Magenschleimhaut. Und wenn man sowieso gerade die Ernährung umstellt, dann kann das ziemlich schwierig sein. Dann kriegt man vielleicht ein bisschen Sodbrennen. Und deswegen lassen wir solche Sachen weg.